Falsche Berlin. Wahlkampf. Gute. Da sind wir wieder. So würde man. So würde man so. Übrigens eine ganz süße Locke, die hier unter deiner Nase rauskommt. So würde man Culture Berlin ASMR anfangen. Ja, genau. So ein bisschen überbetont. Weißt du, auch so, so wie so Radiomoderatoren Ende der 90er Jahre, wo immer gute Laune war. Macht man das noch? Also kommt auf den Sender drauf. Du gibst uns viel zu selten eigentlich deine Radiostimme. Wo, mit, sag mal nicht, mit dem Regler gehen die Mundwinkel nach oben. Ist das nicht ein Radiospruch? Also ich kenne viele Floskeln und diese ganzen, war der Moderator noch so fleißig, er bleibt doch immer bei 1,30. Ja. Solche Geschichten, den kannte ich noch nicht. Vermelde mal einen Stau vor Hamburg. Das war ja nicht deine Aufgabe, oder? Doch auch, klar. Wetterverkehr hast du auch gemacht. Ja. Das Ding ist ja aber, uns wurde das aber nicht mehr so beigebracht, dass du deine Stimme verstellen, weil du sollst immer so reden, wie wir uns jetzt unterhalten. Okay. Nur also halt, nicht mehr so in diesem. Nein, überhaupt nicht. Hey, also, Freunde, aber, herzlich willkommen zu Morning Krügi und Levinson. Also es gibt, wir sind wieder von euch von 5 bis 9 Uhr am Start und haben den besten Mix dabei. Nee, aber uns wurde, also bei unserem Sender war halt die Philosophie, rede so, wie du mit jemandem ging. Natürlich mit einer gewissen Freundlichkeit und Happiness und, aber jetzt nicht so übertrieben. Findet ihr Levinson und der Morgenkrügi einen guten Namen für eine Morningshow? Ja. Schon, oder? Ja. Levinson und der Morgenkrügi. Die haben immer sowieso so komische Namen. Ja, deswegen. Wird auch immer neu rebranded. Kommt in irgendeiner Umfrage raus. Ich kenne eigentlich nur eine Morningshow, glaube ich. Ja, hier, Verbitzki und Zeus. Genau, Verbitzki und Zeus. Weil wir beide SWR3-Land aufgewachsen sind. SWR3-Land, ja. Das ist so. Wir haben auch schon festgestellt, dass unsere Väter SWR3 gerne 24/7 mehr oder weniger laufen. Ja, das ist bei uns, das ist der Standardradiosender, ja. Bei uns auch. Was ist denn der Jugendsender bei euch gewesen? Big FM, ja. Pop Music Radio. Privat und von öffentlich war es wahrscheinlich UFM gab es auch. Ja, genau. Rockland. Das ist Rockland Radio. Das ist kein Jugendsender. Big FM schon. Die haben doch immer hier so übertriebene und die haben so Plapp-Night gemacht und sowas. Ja. Die haben doch immer so, die schreien dich morgens an. Die haben eine Zeit lang immer so freitags, was haben die da gemacht? Haben die da so in Clubs geschaltet, wo dann einfach so Live-DJ-Sets liefen und so ein Scheiß? Man konnte da auch anrufen und sagen, wir sind auf der Party hier. Ja. Haben wir gemacht auf unserer Kirmes damals. Haben angerufen und gesagt, wir sind auf der Kirmes in. Das war ein ganz wilder Trend, dass, ich weiß nicht, ob es das immer noch so gibt, aber bei uns gab es dann auch Samstag, Freitag und Samstagabend. Clubnacht. Wurde halt ein DJ-Set. Ja. Gespielt. Und denkst du, wer heutzutage steht noch irgendwie bei einer Hausparty oder beim Vorglühen und macht das Radio an, weil da läuft ein DJ-Set. Aber auf deiner Seite füllst du halt 2 Stunden, wo du halt wenig sonst machen musst. Ne? Ja. Und vor allem sind die vorproduziert. Ja, eben. Batsch, auf Wiedersehen. Es ist Wahlkampf. Wir machen was anderes. Es ist Wahlkampf und es geht nicht um Radiosender. Der beste Radiosender Deutschlands. Oh, gut. Es geht um eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde. Es geht darum, die skandalöseste Schiedsrichterentscheidung zu finden, die uns so eingefallen ist. Ja. Also wo hat ein Schiedsrichter ausgeklammert die Partien, von denen hinterlegt ist und bewiesen, dass sie geschoben wurden? Weil das macht keinen Sinn. Ja. Also ihr werdet keinen Robert Heutzer hier drin haben. Aber von den Partien, von denen man glauben muss, dass sie zumindest unter normalen Umständen gepfiffen wurden, welche davon war die skandalöseste? Hätte Krögi nicht gestern nochmal spezifiziert nachgefragt, nach sind verschobene Spiele rausgenommen, wäre ich ihn natürlich mit Holzer aufgeschlagen, mir doch egal. Ja, klar. Aber vor allem, weil du als allererstes direkt geschrieben hast, auf gar keinen Fall, nehmen wir die wieder rein. Ich wollte damit quasi die Tür dann zumachen, offiziell. Ja. Weil entweder ich gehe durch oder keiner. Das sollte logisch sein. Also auch ein Winning Case gewesen wäre natürlich. Ja, natürlich, weil was sollst du dann machen? Das oder Calciopoli letztendlich. Irgendwie eins von den beiden Sachen. Ja. Aber haben wir nicht dabei. Es geht um andere Spiele, die trotzdem für viel, viel Ärger gesorgt haben. Landesweit, weltweit, je nachdem, was die Dimensionen waren. Wir gucken mal und greifen einfach mal in erster Instanz hier hin und gucken, was sich hier so ergibt. Dö. Ich habe seit Wochen mal drei. Die 1. Ich bin die 3, ich bleibe die 3. Ja. Ich kann damit gut leben mit der 1. Das ist okay für mich. Ich wäre gerne diesmal die Nummer 3 gewesen. Die Nummer 1, wer will mein Feind sein? Mir fällt gerade ein, übrigens, ich habe eine TV-Sprecherstimme. Die ist komplett anders als meine normale. Ja, du hast ja letztens hier dieses irgendwie Eichhörnchen versus Igel. Was war das nochmal, wo auch schon geteilt wurde? Das war Wild im Wald? Das war meine absolute Glanzleistung. Ja. Also, wenn du Seven versus Wild und Wild im Wald gegeneinander stellst. 1-1, eigentlich kann man da keinen klaren Gewinner jetzt. Der Meinecke hat keine Chance dagegen. Der hat die Idee daher, glaube ich, vor allem. Inspirieren lassen von dir. Okay, Nico, bring mich rein. Bist du inspired? Ja. Dann zähle ich dich rein. 3, 2, 1, bitteschön. Prime Barca ist auf einer Lüge aufgebaut. Didier Drogba würde es so sagen. Are you watching this? It's a disgrace. It's a fucking disgrace. Und Michael Ballack sagte es so. Die Rede ist natürlich vom Champions-League-Halbfinal-Rückspiel 2009 Barca-Chelsea. Ein Spiel, das von Schiri Tom Henning Ovebro so dermaßen verpfiffen wurde, dass man sich für den Videobeweis begeistern könnte. Minute 23. Dani Alves fault Manu da im 16er. Ovebro entscheidet.
Das war außerhalb. Falsch. Minute 25. Abidal stoppt Drogba mit einer Notbremse. Die richtige Entscheidung ist Elfer und Rot. Övebro sagt, gar nichts. Weiterlaufen. Falsch. In Minute 81 spielt Piqué so deutlich Halt, dass Anelka sich umdreht. Weil er sagt, oh ja, jetzt gibt's endlich den Elfmeter. Övebro sagt, lass mal weiterlaufen. Das war in Ordnung. Und in Minute 91 blockt Eto'o Ballack's Schuss direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Wiederum mit dem Arm. Und wiederum lässt Övebro laufen. Iniesta schießt mit dem einzigen Torschuss von Barcelona das Tor. Barca geht durch. And it truly was a fucking disgrace. 59. Punktlandung. Schön, schön. Yes. Niemand überrascht. Jeder wusste, dass es kommt, glaube ich. Gehört ihr rein, ja. Gehört ihr rein. Damit machen wir weiter. Wer ist die 2? Ich bin die 2, stimmt ja. Oh, hab mich hier gerade schon zurückgelegt. Ja. Gelehnt. Ja, gut. Machen wir was anderes. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Da bin ich sehr gespannt, was kommt. 3, 2, 1, bitteschön. Schiedsrichter haben es nicht leicht. So viel Verantwortung, so viel Druck. Entscheidungen müssen in Bruchteilen von Sekunden gefällt werden. Das ist nicht leicht. Und da kann man auch mal falsch liegen. Ja, auch mehrfach in einem Spiel. Fehlentscheidungen sind menschlich. Anfang dieses Jahres gab es ein Spiel, in dem ein Schiedsrichter 2 Entscheidungen getroffen hat, die mit all dem nicht zu erklären sind. Es gab keine Graubereiche, es gab keinen Ermessungsspielraum, nichts. Es gibt wenige eindeutige Regeln im Fußball. Aber dazu gehören, der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Und eine hat Yanni Sikatswe im Spiel Tunesien gegen Mali beim Afrika-Cup gleich doppelt ignoriert. Er pfiff das Spiel einfach nach 85 Minuten beim Stand von 1-0 für Mali ab. Natürlich wurde es nochmal angepfiffen, aber nur, damit er nach genau 89 Minuten und 45 Sekunden ein zweites Mal zu früh abpfeifen konnte. Das ist in meinen Augen der größte Schiedsrichterskandal, bei dem keine Bestechung nachgewiesen werden konnte, an die ich mich erinnern kann. Sowas gab es vorher noch nie. Mhm. Deutsche Ahlenfelder. Übrigens 2022, nicht Anfang dieses Jahres. Ich bin noch nicht, Bin noch nicht ganz im neuen Jahr gekommen. Ja, so geht es ja sein. So geht es ja sein. Hat man in den Schulheften auch mal damals gemacht, immer in die ersten Monate oder so. Ja, also 3 Monate lang. So provoziert. Ja. Okay, Niklas, bist du ready? Ja. Dein Case für die schlechteste Schiri-Leistung beginnt jetzt. Ein 24-jähriger Buffon, ein 33-jähriger Maldini, was in seinem Fall absolute Prime bedeutete. Zambrotta, Totti, Del Piero, Bobo Vieri. Die Mannschaft, die Italien im Achtelfinale der WM 2002 auf den Rasen brachte, musste man als Turnierfavorit auf der Rechnung haben. Doch es gab einen Mann, den die Italiener selbst nicht auf der Rechnung hatten. Byron Moreno. Der Schiedsrichter aus Ecuador, der im Verlauf seiner Karriere noch ein verurteilter Heroinschmuggler wurde, pfiff die skandalöseste Partie der Fußballgeschichte, von der zumindest nicht bewiesen ist, dass sie geschoben wurde. Ellbogenschlag gegen Del Piero, Zambrotta auf Kniehöhe mit den Stollen voraus abgegrätscht, ein Tritt gegen den Kopf des am Boden liegenden Maldini. Wer sich Südkorea gegen Italien noch einmal anschaut, sieht mindestens 3 rotwürdige Fouls der Koreaner, die an diesem Tag nach Lust und Laune treten durften. Rot, Sandro Francesco Totti für eine Schwalbe, die keine war. Genauso wie es klar und deutlich kein Abseits war, als Tomasi tief in der Verlängerung das 2:1 für Italien erzielte. Gepfiffen wurde es dennoch. Von der vielleicht größten Pfeife, die jemals einer andere in den Mund genommen hat, Byron Moreno. Byron Moreno galt in seiner Heimat als bester Schiri des Landes. Wirklich Wahnsinn. Der ist doch nachher da auch für immer gesperrt worden, genau. Weil der gepfiffen hat in einem Spiel, wo ein Club aus einer Stadt angetreten ist, für die er als Bürgermeister kandidiert hat und so unendlich lang nachspielen lassen, bis die ein Tor gemacht haben und dann einen Titel gewonnen haben dadurch. Also wirklich ein absolut durch und durch abgewichster Hund. Das Allerwildeste ist, und das ist also absolut guter Case und auch der richtige aus diesem Turnier. Es gab nämlich noch einen anderen. Spanien. Südkorea. Beide Spiele Südkorea waren. Das ist wirklich Spanien. Der Wahnsinn, was dann wie Südkorea als Gastgeber damals durchgewunken worden. Die durften alles. Ich habe mir das angeschaut. Ja. Die haben so geisteskrank getreten. Ja. Das kann mir keiner erklären, dass das nicht geschoben war. Ich bin auch der Meinung, dass es richtig krass war. Weil das ist, finde ich, so offensichtlich irgendwie. Ja. Das ist der Gastgeber und es sind 2 Spiele, wo unterschiedliche Schiedsrichter einfach komplette Fehlentscheidung. Das war der Wahnsinn. Am laufenden Band. Wirklich. Ich finde es ein bisschen frech, dass du das genommen hast, weil wir haben neulich schon mal über dieses Spiel geredet, weil ich drüber gestolpert bin, in irgendeinem anderen Wahlkampf. Und ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, das zu machen. Aber guter Case. Ja. Also ich finde wirklich, wenn man sich anschaut, es gibt auch mehrere Zusammenschnitte davon auf YouTube. Verschiedene Formen. Highlight. Die Videos haben teilweise 8 Millionen Aufrufe, 6 Millionen Aufrufe, weil das so ein Riesenthema war. Und man kann das sich anschauen. Die Italiener, die ja auch ein bisschen so den Ruf immer hatten von Schwalbenkönige sich fallen lassen, wenn man es schaut, die waren nicht theatralisch, die hätten sich vielleicht mal fallen lassen müssen, weil ohne Scheiß, du guckst dir jetzt an und die werden zerhackt.
Die Koreaner haben so rüpelhaft gespielt, so geisteskrank, rücksichtslos gefoult. Es war nicht zu fassen, dass keiner von denen vom Platz geflogen ist. Die haben gespielt wie eine Mannschaft, die wusste, dass sie sich alles erlauben können und am Ende durchkommen. Ja. Fand ich auch. Ja. Aber trotzdem fand ich, beide hatte ich natürlich auch auf dem Schirm. Das sind halt Fehlentscheidungen, wo wir nicht wissen, sind sie geschoben oder nicht geschoben. Aber wie kann man denn bitte zweimal ein Spiel zu früh abpfeifen? 2022, es war nicht so, dass die Uhren noch irgendwie, keine Ahnung, schlechte Uhren unterwegs waren oder so. Aber wurde jemand davon bevorteilt oder benachteilt dadurch? Naja, Tunesien lag 0-1 hinten. Mhm. Und es gab in der zweiten Halbzeit, gab es, glaube ich, 2 Elfmeter. Es gab mehrere Videoschiedsrichter-Einsätze. Es hätte auf jeden Fall eine lange Nachspielzeit geben müssen. So, und dann war es so, Tunesien lag ja hinten und denen wurden einfach Minuten geraubt. Ja. Sagen wir mal, also locker 5, wenn nicht sogar mehr Minuten, die denen einfach geraubt wurden, was eine Chance gegeben hätte, dass die noch ausgleichen können. Dann durften sie ja noch mal rauskommen. Dann hat er wieder zu früh abgepfiffen. Dann wurde schon, da saß der Mali-Trainer schon in der Pressekonferenz. Dann hieß es, ja, nee, wir pfeifen doch noch mal an. Und da haben die Tunesier gesagt, sag mal, leckt uns. Also, nee, wir machen jetzt hier gar nichts mehr. Wir bleiben jetzt drin. Aber es ist so absurd. Trivia dazu, tatsächlich, Wolf-Dieter Ahlenfelder, ne? Der hat in der Bundesliga ein Spiel in der 32. Minute in die Halbzeit geschickt. Dann haben die Leute gesagt, was ist da mit dir los? Wir spielen noch. Hat er weiterspielen lassen und wiederum zu früh abgepfiffen, 90 Sekunden. Und wurde dann danach ja gefragt, wie es dazu kam. Und er gemeint, er hat einmal Teser, Schnaps und ein Bier getrunken. Und wenn du in Bremen, gibt es Gaststätten, wo du einen Ahlenfelder bestellen kannst und dann bekommst du einen Malteser-Schnaps und ein Bier. Das ist überragend. Ja. Die Story ich auch sehr überragend. Die Story kannte ich nicht. Das ist der Schutzpatron aller Kreisliga-Schiedsrichter. Ja. Aber auf welchem Liganiveau? Bundesliga. Echt? Ja. Krass. Der hat auch sich mit Paul Breitner das legendäre Wortduell geliefert. Paul Breitner hat gesagt, Ahlenfelder, du pfeifst wie ein Arsch. Und er hat gesagt, Breitner, du spielst wie ein Arsch. Finde ich gut. Ja. Ist ein richtiger Schlagwort. Könnte auch eine Diskussion hier in unserem Rahmen sein. Das ist genau auf dem Level, was wir hier machen. Ja. Aber ich finde es halt so wahnsinnig absurd. Das ist der Afrika-Cup. Das ist jetzt kein irgendwie Junioren-Amateur-Cup oder so. Das ist der wichtigste Pokal auf diesem ganzen Kontinent. Und da ist ein Schiedsrichter, der übrigens schon mal Korruptionsvorwürfe hatte, 2018, glaube ich, die nicht nachgewiesen werden konnten. Und der pfeift zweimal einfach zu früh ein Spieler, was wirklich entscheidend ist für den Turnierverlauf einer dieser Mannschaften. Also die in der 85. abzupfeifen, ist wahrscheinlich der rein vom Regularium her das Schwerwiegendste, was hier von den drei Schiedsrichtern gemacht wurde. Und ganz kurz noch, ich habe keine Erklärung von ihm gefunden, keine Rechtfertigung. Ne? Nicht hier wie 2 Malteser oder 1 Malteser. Muss mal auf Klo auch mal, vielleicht. Irgendwie irgendwas. Was mir halt so ein bisschen fehlt, ist, ich mag das, also ich brauche das so ein bisschen vielleicht für mein Gut gegen Böse auch, dass irgendjemand auf gut Deutsch gefickt worden ist. Da ist für mich ganz klar. Ich verstehe es auch ehrlicherweise ein bisschen, weil es gibt für mich nicht den klaren Verlierer, der sagen kann, klar, Tunesien hat die Nachspielzeit gefehlt, aber hier ist so ganz klar, Chelsea die Gefickten, Italien die Gefickten. Das ist vollkommen klar. Und könnt ihr euch an das Chelsea-Spiel erinnern? Natürlich. Ich kann mich daran erinnern, wie an so historische Ereignisse. Ich weiß, wie ich es geguckt habe, wo ich war und so ein Scheiß. Es ist eins von den Spielen, wo du nicht Fan von irgendeiner Mannschaft bist, aber trotzdem über die Ungerechtigkeit des Spiels. Ja. Ich war so sauer damals. Du hast ja auch die Prime Barca-Fan und ich dachte so, yes, guter Mann, mach weiter so. Ja. Kein Foul? Okay, nee, war viel gut. Also ich war großer Barca. Ich habe natürlich jetzt gerade euch das aus der Sicht dargestellt, wie es gut ist für den Case. Ich finde, der Maolida-Elfer, da kann man drüber reden, ob der außerhalb oder innerhalb war. Ja. Ich glaube, es gab auch irgendwie einen Barca-Elfmeter, den die hätten kriegen können. Es gab eine Entscheidung, wo man Barca hätte den Elfmeter geben können, ist richtig. Aber klar ist trotzdem, dass in der Endabrechnung dieses Spiels Chelsea sich zu Recht. Wenn du 3 für Chelsea gibst, 1 für Barca, gewinnt trotzdem Chelsea. Und vor allem, Abidal hat ja später noch rot gesehen. Aber hätte halt. Das war halt eine Konzessionsentscheidung, ist ja noch das Schlimmste. Nachher trifft er noch eine Entscheidung pro Chelsea und die ist ganz klar nur, weil er weiß, okay, hätte ich eigentlich schon vor einer halben Stunde schicken müssen. Die war auch gar nicht so krass. Nee, der aber hat er das gemacht. Das war dann, ja genau, aber das war so dann im defensiven Mittelfeld, so kurz vorm 16er hat er ihn gefällt und dann war es plötzlich rot. Ich so, weiß ja nicht, ja. Also. Übrigens, Totti, gelbrot, ne? Gelbrot, genau. Also, er hat dann die Gelbe bekommen. In der 88. war das, glaube ich, oder war das schon in der Verlängerung, wo er durch ist und es gibt einfach einen klaren Kontakt bei ihm unten am Bein. Und es wird aber dann als Schwalbe gewertet und er fliegt dafür vom Platz. Und überleg dir auch die Tragweite. Statt 11 Meter für dich fliegt einer deiner besten Spieler vom Platz runter. Das ist natürlich auch viel schlimmer, geht's ja nicht. Ja, und Tomasi, wenn man sich anschaut, es war so weit davon entfernt, abseits zu sein. Dann geht er diese Fahne hoch. Also. Man muss bei dem Spiel auch sagen,
dass das den italienischen Fußball in eine Krise in der eigenen Wahrnehmung gestürzt hat. Denn 2002 ist man zum Turnier gefahren mit dem Selbstverständnis Vieri, Maldini, Totti, Buffon, dass hier ist eine Mannschaft, die ihren Titel gewinnen kann. Bis zur WM 2006 waren das die Versager. Die, als sie zum Turnier nach Deutschland gefahren sind, galten die als die Versager-Generation. Ja, ja. Sie sind ja auch dann bei der EM 2004 rausgeflogen, krachend, auch in der Gruppenphase. Ja. Das war ja dann die große Schande, wo ich glaube Schweden und Dänemark 1-1 gespielt haben, weil klar war, wenn das das Ergebnis ist, sind die beiden weiter und Italien ist raus. Da wurden, glaube ich, dann auch Buffon, die wurden mit Eiern beworfen, als sie zurück nach Italien kamen. Ja. Also es hat einen richtigen Ripple-Effekt gehabt, das 2002-Spiel, muss man sagen. Das ist wirklich auch schade darum, weil das war ja dann Maldinis letzte WM. Auch schade, dass so ein großer Spieler dann um zumindest die Chance auf eine faire Chance auf den WM-Titel gebracht wurde, wegen so einer Schiedsrichterleistung. Aber ja, dieser Byron Moreno, 11 Freunde hat auch mal eine Story mit dem gehabt. Das ist ein Typ, Alter. Das ist unglaublich. Heroin-Schmuggel. Ohne Scheiß. War's. In den USA an der Grenze mit 6 Kilo Heroin. 6 Kilo Heroin, ja. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ich war an der 1, also stimme ich als Letzte ab. Ich muss zuerst, ne? Ja. Ja, bitte. Wer muss zuerst? Ich fange an. Ja. Ich ersetze es. Kurz und knapp, it's a disgrace. It's a fucking disgrace. Are you watching this? Für mich war es auch einfach. Weil das war ja einfach nur, das hat ja nur dafür gesorgt, dass es die beste Mannschaft aller Zeiten wurde, die es jemals gab auf dem Planeten. Da kann ich nichts gegen sagen. Nein, Quatsch. Italien, Südkorea. Da, ich finde die Krassheit, ist das ein Wort? Die Deutlichkeit der Fehlentscheidungen noch mal um ein Level größer. Also klar, das waren Fehlentscheidungen, aber die waren so eindeutig, dass du da nicht mal einen Videobeweis für gebraucht hättest, um zu sehen. Was ich sagen kann aber ist, bevor du deine Stimme abgibst, wenn ich eines von den beiden Sachen ungeschehen machen könnte, also das Umdrehen des Ergebnisses, dann würde ich 2009, das natürlich egaler dann würde ich das umdrehen, nicht aus, weil mir hier die Liebe für Italien fehlt, sondern aus reiner Abneigung gegen Barcelona. Aber es geht ja es geht ja um die schlechteste Schiedsrichterleistung. Ja, ja. Und da, finde ich, überwiegt das noch deutlich. Ich habe bei deiner Einleitung gerade gedacht, dass du für die Disgrace, für die fucking Disgrace stimmst. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich hätte mich schlecht damit gefühlt. Denn auch ich stimme für Byron Aldemar Moreno Ruales. das war ein gottverdammter Skandal. Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Wie gesagt, ich hätte ihn gerne auch vertreten. Ja, hätten wir wohl alle. Aber Niklas hat's getan und hat damit diese Folge Wahlkampf gewonnen mit der skandalösesten Schiedsrichterleistung. Und das war bei der WM 2002 im 16. Finale. Südkorea gegen Italien. Und der Mann hieß Byron Ruales. Bis jetzt, warum ich mich nicht auf diese Aufnahmetag gefreut habe. Nee, warum? Das war eingewandt.